Wenn ich zu jemandem nett bin, den ich eigentlich gar nicht mag, fühle ich mich heuchlerisch, da ich am liebsten nichts mit der Person zu tun haben möchte, aufgrund seiner schlechten Taten mir gegenüber. Genauso möchte ich auch nicht, dass mir jemand ins Gesicht lächelt, wenn er mich nicht mag. Wie soll ich damit umgehen? Es hat nichts mit Heuchlerei zu tun. Der Prophet a.s. war bei Aisha radiallahu anha. Dann war da eine Person oder kam eine Person. Dann hat der Prophet a.s. gesagt, dass diese Person sozusagen schlecht ist oder kein guter Mitmensch ist sozusagen. Als er dann aber kam, hat der Prophet a.s. diese Person mit einem Lächeln oder gut empfangen sozusagen. So hat Aisha gefragt, du hast doch so und so über ihn gesagt, warum machst du so? Dann sagte der Prophet a.s. zu den schlechtesten Menschen bei Allah gehört derjenige, den die Leute sozusagen meiden oder gut behandeln aufgrund seiner Gefährlichkeit oder aufgrund seiner Schlechtigkeit oder Skrupellosigkeit oder ähnliches. Das heißt, wenn du eine Person, aus welchem Grund auch immer, gut empfängst oder schlecht oder gut empfängst oder lächelnd empfängst oder ähnliches, dann ist dies kein Problem. يا إلهي خذ بقلبي من رشاك